Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge von Forza Horizon 4. Das ist die 2016er Dodge Viper ACR, aber leider auch die letzte Viper, denn im Jahre 2017 wurde die Produktion dieses Modells aufgrund zu geringer Nachfrage eingestellt. Das ist eigentlich ziemlich schade, denn dieses Auto ist unfassbar schnell. Hat damals, als sie rauskam, auf 13 Rennstrecken den Streckenrekord gebrochen, war zum Beispiel auf Mazda Laguna Seca Raceway in den USA 1,2 Sekunden schneller als ein Porsche 918 Spyder. Warum kauft das keiner? Oder zu wenig? Das verstehe ich eigentlich kaum. Der Wagen ist so geil, zwar in echt, nicht nur in echt, sondern auch in Forza. Denn jetzt kommt eine Runde auf der Teststrecke. Jetzt hat die Viper ACR auch auf der 14. Rennstrecke den Rundenrekord gebrochen. Mit einer besten Rundenzeit von 2 Minuten 32,853 ist dieser Wagen ca. 0,6 Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter der Ferrari 458 Speciale. Alter! Was eine geile Runde war das bitte! Ich war echt erstaunt, ich wusste natürlich, der Wagen hat nicht so viel Topspeed. Die Viper war jetzt auch generell für mich nicht so dafür bekannt, dass ultimative Track-Toy zu sein. Aber dieses Teil ist einfach nur mörderisch. Auch unter anderem, mal wieder ein Beispiel aus der Realität, die Wagen ist auf der Nordschleife gefahren, 7 Minuten 1,3 war das, glaube ich. Auf jeden Fall eine 7 Minuten Einsatzzeit. Okay, ja, es gibt schnellere Autos, gar keine Frage. Das ist aber zum Beispiel schneller als, natürlich als eine Corvette Z06. Dann 9 Sekunden schneller als ein Mercedes AMG GTR. Schneller als ein 488 GTB. Dann glaube ich auch so gut wie alle McLarens. Was ich 27, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall schneller als der 650. Also schneller als so einige Autos. Nicht so schnell wie ein GT3 RS, der 991.2. Aber ich auf jeden Fall schneller als ein GT3 RS der Generation 991.1. Schneller als ein Turbo S.
schneller als viele, viele Autos. In 7:01 ist eine wirklich gute Zeit für sein Auto. Ich war auch mit dem Topspeed. Und Handgeschaltet, ganz wichtig. Die sagen, es nur mit 6-Gang-Handschaltung. Das ist schon abenteuerlich, dieses Auto handgeschalten zu fahren. Denn der hat 654 PS. Fast die gleiche Leistung wie die normale Viper GTS. 814 Newtonmeter Drehmoment. Handgerissen. Aua. Ja, das ist natürlich wieder der 8,4 Liter große V10 Saugmotor vorhanden. Also Spritverbrauch ist, glaube ich, bei diesem Auto eigentlich nicht zu erwähnen. Er ist hoch. Anders kann man nicht sagen, er ist hoch. Und auch die Reifen sind krass. Was die Dimensionen angeht, vor allem die Reifenbreite. Wir haben hier vorne 295er Reifen und hinten serienmäßig 355er. Also einige Autos wären froh, wirklich, wenn es 295er, wenn die das hinten hätten. Das hat der Wagen einfach mal vorne. Und hinten 355er. Das ist einfach nur... What the fuck? Einfach nur krank ist das. So, wir können auch den Motor wechseln auf einen Racing V12 von Ferrari. Nö. Allrad geht und... es geht ein Kompressor, was die Leistung natürlich minimal erhöhen würde. Auf über 760 PS ungefähr. Oder auf 760 PS. Drehmoment wird auch so ganz leicht ansteigen. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir lassen den Motor frei saugend, frei atmend. Spoiler-technisch, es kann eigentlich nur schlechter werden. Genau, Spoiler ab. Bringt wieder natürlich mehr Geschwindigkeit. Ich finde Viper auch ohne Spoiler sieht echt geil aus. Aber ich meine, warum sollte ich das nehmen, wenn ich das hier haben kann? Tick ist einfach nur, sieht hammer geil aus. Natürlich bringt die auch immens was. Natürlich enormen Abtrieb. Ich meine, gelesen zu haben, der Wagen hat mehr Abtrieb, bei, glaube ich, 260 km oder so, als ein McLaren P1. Ja, schon mal nicht schlecht. So, Felgen lasse ich auch, finde ich geil. Felgengröße könnte ich hinten noch einmal größer machen. Ach, warum denn nicht? Geiz ist heute mal nicht geil. Ja, Reifenbreite. Ich meine, der arme Reifenhändler, der das wechseln muss. Wahrscheinlich scheiße schwer. Die ganzen Räder. Geht nochmal breiter, 3,65er. Warum auch nicht? Vorne 305er, ne? Reifenmischung, Rennreifen haben wir schon verbaut. Es gehen keine besseren mehr. Hätte ich auch gewundert, wenn da noch was Besseres gegangen wäre. Und die Reifen sehen jetzt vorne. Ich finde, das sieht gar nicht mal so breit aus. Natürlich hinten ist, ja. Genau, also die Ansicht von hinten ist halt schon Endstufe. Also, es kann kaum geiler aussehen. Das muss ich einfach mal so sagen. Okay, der Wagen S1900. Die Rennfedern gehen auch nicht mehr. Geht ja so gefühlt gar nichts mehr mit dem Auto. Ich glaube, wir bleiben sogar auf S1, würde ich sagen, ne? Oder? Ich kann ja mal versuchen, so gewichtstechnisch... Ja, kann man das machen. Ich versuche mal ein bisschen mehr Leistung reinzumachen. Ich hätte gerne doch ein mehr Hubraum. Geht sogar auch auf 8,5 Liter. Nö, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Leistung. Drehen will ich, aber natürlich, das spart auch wieder Gewicht, Auspuffanlage. Warum auch immer die 28 Kilo weniger Gewicht als die Serienanlage. Machen wir mal so um die 700 PS würde ich jetzt gerne mal haben. Im Ding. Ungefähr. Kurz auf ein paar PS nicht drauf an, aber ich meine, also 515 kW müssen 700 PS sein. 18. Natürlich nur Rennteile, ne? Das Beste vom Besten natürlich. Da. 515 kW, 871 Newtonmeter als Saugmotor. Ich meine, der Z06 hat immer noch mehr Drehmoment, aber ich meine, für einen Saugmotor, der serienmäßig 814 Newtonmeter hat, zeig mir das mal. Nenn mir einen Saugmotor, der serienmäßig so viel Drehmoment hat. Leistung gibt es welche mehr. Das ist nicht so schwer. Weißt du, gibt es genug Motoren, die mehr Leistung haben. Ne, macht Sinn. Aber Drehmoment technisch. Als Saugmotor. Das ist schon sehr geil. Oh, es geht aber tief. Geht aber einiges noch tiefer. Da war man natürlich hoch wie ein Bus. Lässt sich auch aerodynamisch voll einstellen. Das bleibt auch so. Auf Kurven und Geschwindigkeit. Sicher bleibt das so.
aber Getriebe war serienmäßig nicht ganz so gut übersetzt. Also Gang 1 bis 4 waren nicht völlig in Ordnung, aber halt Gang 5 war sehr lang und Gang 6 hast du eh nie gebraucht. Also der Wagen schafft so um die, ich glaube, 285 km/h Top Speed. Sollte für die meisten Leute, denke ich mal, reichen. Erstmal so bis 110 oder so, ne? Also 0 auf 100, man braucht auch nicht schalten, serienmäßig. Spart wieder Zeit. Ich glaube, Angabe ist 3,6 Sekunden, 0 auf 100. Ist in Ordnung, ne? Können jetzt nicht großartig meckern. Ist für einen Handschalter, glaube ich, echt in Ordnung. Ja, wenn es den Wagen jetzt noch mit Automatikgetriebe geben würde. Oh mein Gott. Gab es, glaube ich, nie, oder? Gab es jemals einen Dodge Viper mit Automatikgetriebe? Also ich wüsste gerade nicht. Kann mich natürlich auch stark irren. Aber ich habe von keiner gehört oder gelesen oder was mitbekommen. Das ist mal richtig, nochmal oldschool. Dicker Motor, handgerissen, Heckantrieb. Dicke Schlappen, aber sowas von dicke Schlappen. So. Ich denke, das sollte reichen. Sind wir rund 700 PS. Okay, S2, 950, wir sind regelmäßig. Ich meine, wir waren schon bei in der oberen, relativ oben angesiedelt in der S1-Kategorie. Also der war schon echt nicht schlecht. Und das Ding fuhr sich halt auch brutal. Hat ja die Runde gesehen. Klar, das geht natürlich alles mal besser. Das würde ich auf jeden Fall nicht anders behaupten. Eigentlich für ein Serienauto, das ist halt schon für sich sehr, sehr geil. Und finde ich sogar überraschenderweise schneller als der 458 Special. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass er ähnlich schnell sein wird. Aber ich habe nicht gedacht, dass er schneller sein wird. Finde ich geil. So. Natürlich der V10-Motor, ne? Bigger is better. Das ist doch schon viel besser. Ja gut. Schön kurzes Getriebe. Den Sound. Ich finde irgendwie geil. Wenn man echt, Alter. Das ist halt. Du willst mehr Leistung? Du brauchst mehr Hubraum. Ganz einfach. Ja. Wo? Wo willst du denn hin? Okay, interessanter Dude auf jeden Fall. Ich habe gar nicht geguckt wegen Farben. Schnell wieder zurück, Fabian. Das ist herrlich. Der Wagen mit ist sogar gar nicht als Automatikgetriebe haben. Finde eigentlich so ganz geil. Abgeschalten. Eine Corvette würde ich auf jeden Fall Automatikgetriebe nehmen, wenn ich die Wahl hätte. Jetzt mit 7 Gang Handschalter oder 8 Gang Automatik, würde ich Automatik nehmen, aber den Wagen. Was denn, wenn sich 7 oder 8 Gängen Automatik geben würde? Ich würde aber Handschalter, glaube ich, nehmen. Bei dem Wagen passt das so. Natürlich für die Rennstrecke wäre das wieder mal schneller. Würde der Wagen vielleicht sogar unter 7 Minuten schaffen auf der Nordschleife. Weil das natürlich auch nicht unbedingt sein Territorium ist. Ich meine, die lange gerade auf der Nordschleife ist halt für ihn relativ unpassend. So, farbentechnisch haben wir natürlich. Klassisch. Sehr geil. Dann komplett in Rot. Ist hier sogar das Viper, das SRT-Logo oder Viper-Logo. Das ändert sich sogar vorne von der Farbe. Okay, dann komplett in Rot. Take ist immer schwarz, oder? Ich glaube schon, ja. Dann, ja. Orange. Nee. Blau, nein. Also wenn schon mit Streifen. Okay. Serienfahrer bleibt. Sieht nicht so am besten aus. Und der Wagen, den ihr da gerade unten gesehen habt bei Designs, den werde ich auch nächste Folge fahren. Das schon mal als kleiner Spoiler. Oh, geil. Einfach nur geil. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir auch mal ein Rennen fahren. Natürlich die Frage, welches? Vielleicht mal Lust auf sowas hier. Oder vielleicht wieder eins von meinen selbst erstellten Rennen. Ich
Ich nehme eins von meinen selbst erstellten. Mal gucken. Ich hoffe, es ist die richtige Strecke, die ich gerade ausgewählt habe. Ich würde es halt echt cool finden, wenn es so eine, wenn es im Spiel eine Übersicht geben würde, wo man welche Strecken erstellt hat. Das würde ich eigentlich ziemlich gut finden. Okay, ja. Was habe ich hier was erstellt? Ich mache das hier. Track Toys. Überarbeiten. Ich bleibe in der Klasse Track Toys. Und das ist die Strecke. Ja, die ist das. Drei Runden. Das passt erstmal. Überschreiben. So, Viper ACR. Bei mir noch so, ja. Finde ich furchtbar, die Karre. Dann auch die Viper aus der Generation davor. Die SAT-10 ACR. Auch ein geiles Teil. Na, Track Toy, ich weiß ja nicht. Und hier. Und das ist auch wieder. Ich finde, man kann nicht solche Autos in eine Klasse packen. Mit sowas. Halt ein Open-Wheeler müsste auch, oder halt sowas vielleicht jetzt mit den beiden Autos. Der Rest ist halt so mit dem Donker vor zusammen. Aber jetzt, ich meine, einen Ketterben gegen eine ZR1 antreten zu lassen, macht nicht ganz so viel Sinn. Naja, ist auch, wie gesagt, es ist nur ein Spiel. Und auch nicht großartig aufregend, es ist ein Arcade-Rennspiel. Und generell auch Forza Motorsport ist keine Simulation. Falls ihr vielleicht gedacht hat oder glaubt hat, auch Forza Motorsport ist keine Simulation. Und auch wenn es eine Simulation wäre, ist es immer noch ein Spiel. Die Realität sieht immer anders aus. Spiele werden nie genauso sein wie die Realität. Das geht einfach nicht. Das ist auch gut so. Oh, danke. Richtig viel Grip, muss ich sagen. So. Hier eine kleine Gerade. Der Wagen ist trotzdem nicht langsam. Generell gesehen. Für die Leistung natürlich schon. Aber trotzdem ist er so schnell dafür. Das ist eher bewundernswert. Trotz wirklich der sehr geringen Höchstgeschwindigkeit so schnell ist. Fühlt sich geil. Fühlt sich immer noch geil. Auch jetzt mit mittlerweile 700 PS Heckantrieb Handschalter. Das soll dann immer noch im Hinterkopf behalten. Das ist schon nicht gerade wenig. Auch Drehmoment, ne? Ich meine, 78 Newtonmeter oder so. Das ist einfach nur heftig, ist das. Die Corolla kann die Kurven ganz easy vollnehmen. Das ist wirklich ziemlich easy. Hier ist auch vollnehmen kann, die nächste. Nee, aber ich kann sie aber sehr gut nehmen. Besser als der Porsche hier vor mir. Ja, wollte ich nach außen holen. In der Kurve. Kann ich mal sogar klappen. Und hier auch der Porsche, ein sehr, sehr geiles Auto. Wie auch damals den 997er gefeiert habe. Bis der 991 kam und dann war er eh vorbei. Naja, der gut an der Bordstein, man kennt ihn doch. Man kennt ihn immer noch. Okay, ist ja sehr langsam. Immer schon viel Platz. Na. Schön in einem nehmen. Ja.
Jetzt auf den Bordstein. Nein, 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 nein. Ey. Meine Theke, die behalte ich selbstverständlich. So. Das sehe ich gar nicht ein. Das Ball brauche ich auch. Boah, ich scheiße angefahren. So viel Downforce, wie das Teil hat. Unglaublich. Und da gibt es den nicht mehr. Das ist so schade. So ein schönes Auto. Oh, das war schon deutlich schneller als letzte Runde. Jetzt hätte ich die Leute vorbeilassen. Aua. Da hat er wirklich nur noch 12 reingebaut. Auch warum denn? Das ist doch so ein schöner LT4-Motor, den du da hast. Dein Camaro. Lass ihn noch drin. Der war doch so schön. So. Ich fühle ihn jetzt gerade massiv. Auf! Schiebe mich sogar gerne an. Oh, das ist aber nett von euch. Dass ihn sogar noch anschiebt. Das ist doch partnerschaftliches Autofahren. Wie es eigentlich besser ist. Meine Leute. Wo? Oh. Ich habe einmal das Gas kurz gelupft, aber nicht gebremst. Wie früh ich auf dem Gas gehen kann, ey. Auf dem Gas gehen kann. Deutsch 1 wieder, ja, Wochenende. Kann man das schon mal verlieren. So, ciao. Ja, geht doch. Das ist der Ketter immer. Oh, das hört sich göttlich. Auch mit 700 PS, wirklich. Also Leistung hat den Wagen eigentlich mal so viel schlechter gemacht. Jetzt immer noch bombastisch gut. Wenn der Fahrer auch so gut wäre. Ich glaube auch daran liegt, dass ich aktuell generell ziemlich wenig Forza spiele. Was nicht daran liegt, dass Forza langweilig ist. Gar keinen Fall. Oder dass ich zu wenig Motivation habe, dazu Videos zu machen in Forza. Das auf gar keinen Fall. Aber ich spiele gerade parallel noch Thronebreaker und Spyro. Deswegen, ich kann halt nicht meine gewohnte Spielzeit in Forza haben, daneben noch die beiden anderen Spiele spielen. Das geht halt nicht. Man muss halt in Forza ein bisschen reduzieren. Weil die anderen beiden Spiele auch ziemlich geil sind. Die auch beide gerne spielen möchte. Na, nix ist. So. Wie easy das ist. Das war anscheinend so eine gute Idee. Weiß gar nicht. So, Vollgas, 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 Vollgas. Ja. Wenn man den perfekten Einlenkpunkt trifft, kann der Wagen sicherlich in der Kurve Vollgas fahren. Was mit einem GT3, glaube ich, nicht geht. Also als Rennwert. Oder zumindest nicht, wenn ich den gefahren bin. Ich bin ja der GT3, dann konnte ich da nicht in der Kurve voll fahren. Dann muss ich das Gas auch entweder kurz lupfen. Oder im schlimmeren Fall sogar bremsen. Der Wagen, der schafft das mit Vollgas. Ja. Unser wird eh nicht besser. Aber was ein geiles Teil. Hallo, ich bin die Viper. Herrlich. Die KI kriegt hier nichts geschissen, deswegen ist die Rundenzeit auch von denen ziemlich kacke. Kette haben sogar auf dem zweiten, Alter. Was hat denn auch das Ding gemacht, dass die so langsam waren? Hätte ich sehr, sehr gut. Ich doch eine. Vielleicht sogar eine kleine Überraschung dafür.
sich wirklich so gut fahren lässt. Bei mir ist eine Corvette Z06 immer noch lieber. Hat ja eine ähnliche Leistung. Klar, das ist natürlich aerodynamiktechnisch schon so überhaupt nicht vergleichbar. Das weiß ich. Aber generell ist immer Viper GTS gegen eine Corvette Z06. Definitiv Corvette. Aber Viper ACR oder Corvette ZR1? Ich glaube, ich die Viper nehmen. Weil ZR1 ist, glaube ich, irgendwie auch. Habe ich das Gefühl, dass eine ZR1 einfach ein bisschen, das ist zu viel des Guten. Ist einfach zu viel Leistung. Weil irgendwann ist dann halt auch Schluss. Ich meine, die ZR6 ist ja nicht gerade untermotorisiert. Und der hätte man von der ZR1 auch unter 700 PS machen können. Aber Chevrolet so, nö. Viel hilft viel. Deswegen, so, dann reicht das auch. Ist das Ding herrlich. Muss ich mal holen, den Wagen. Oh. Und auf meine Teststrecke, ich muss nochmal sagen, schneller als den 458 Speziale. Hut ab, Dodge. Hut ab. Für einen Handschalter. Für ein Auto mit diesen unglaublich fetten Reifen. Leistung ist okay, aber mit dieser Aerodynamik. Super gemacht. Super. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit dem Kani Heuerer BC. Und tschüss.